Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen späten Video in der Nacht. Und wir haben tatsächlich heute den nächsten Season 3 Teaser bekommen mit einem neuen Ort und einem neuen Battle Pass Skin. Nächste Stufe des Sandsturms, weitere Battle Pass Skin, die für die nächste Season bestätigt wurden und viele weitere Dinge. Denn gestern wurde ja die letzte Mini-Event-Datei, also von Supersport, entschlüsselt und somit kam ein Schiff raus, dieses high-ähnelnde Schiff namens Sharkbait, das bald ganz vorne im Sandsturm zu sehen sein soll. Es ist dieses rote flackernde Licht gewesen vom Schiff, das uns im Morsezeichen Get Wrecked gesendet hat an die Inselbewohner. Also was sofern so viel bedeutet wie werde zerstört von uns. Und warum die auf die Insel kommen, wissen wir noch nicht. Entweder denken die, dass wir die angegriffen haben wegen der Energie der Pandora-Box, aber das werden wir alles noch in Season 3 erfahren. Nichtsdestotrotz, Freunde, kommen wir erstmal zu weiteren bisherigen bestätigten und gemunkelten Skins für Season 3. Erstmal neue Fallout und Marvel Skins. Der Fallout Skin wurde ja vom Freitag bestätigt als neue Rüstung von Fallout 4. Ein Marvel Skin, keine Ahnung, wer auf uns zukommt, könnte vielleicht sogar Sandman, passt perfekt mit der kommenden Wüste. Dann eine Frau mit blauen Haaren ganz links, dann ein roter Helm, der im Battle Pass Trailer, im Cinematic Trailer zu sehen war als Teaser. Dann die Nitro-Karotte ganz vorne, also dieser balkige Skin, dann der Dummy Remix und die Totenkopfmaske. Aber Freunde, das sind natürlich nicht unbedingt Skins für den Battle Pass, sondern dass sie auch in den Shop kommen können in Season 3. Auf jeden Fall gibt es nochmal hier weitere bestätigte Skins für Kapitel 5 Season 3, denn diese Umfragefrau passte die ganze Zeit zum Roadmap-Leak zu Season 3, wo auch Season 3 als Keyart zu sehen war. Und heute ist NanXSS auf Twitter aufgefallen, dass sie Nitro auf ihrer Hose stehen hat, so wie beim Karotten-Skin. Zusätzlich hat sie dann auch Schläuche auf ihrem Arm wie dieser andere Roadmap-Skin, also passt das als Thema nochmal perfekt. Und ich habe ja gerade über dieses Sharkbait-Schiff gesprochen, Freunde. Viele glauben, dass das Schiff eigentlich der Reisende ist. Also, dass das nur ein Name war, der Reisende, der eben diese Bewohner von dieser fernen sandigen Insel auf die Insel bringt, nachdem Zeus noch einen letzten Schlag auf die Pandora-Box gemacht hatte. Und dieses neue Schiff ist höchstwahrscheinlich ein neuer kommender Ort in der nächsten Season. Außerdem haben wir auch einen Größenvergleich dazu mit der Yacht und einem Skin, wenn er auf diesem Sharkbait-Schiff drauf ist. Und wie es aussieht, wird halt diese Luke ganz vorne aufgehen wegen den ganzen Motorrädern und Skins und den Bewohnern, die auf die Insel losgelassen werden von diesem General. Also wirklich mega gigantisch und ich freue mich drauf. Sollte in der Nähe von Snooty Steppes und Fencing Fields sein, also an der südlichen Küste. Und dann gab es nochmal einen Teasersatz für die nächste Season auf Social Media um 18 Uhr gestern, und zwar: Wo kommt denn der ganze Sand her? Ein weiterer Season 3 Satz hängt mit Monster Jam zusammen, denn sie haben nochmal den Stunt zur Halbzeitshow mit dem Fortnite Monster Jam Truck gepostet, den wir in der nächsten Season bekommen sollen. Und als Beschreibung oder als Caption dieses Tweets oder dieses Posts haben die könnte ein neuer Bus in der Stadt sein gepostet. Was so viel bedeutet wie: Es wird langsam Zeit für einen neuen, Bus im Spiel, weil er eben während des Stunts zerstört wurde von diesem Truck. Und vielleicht können wir also in der nächsten Season mit einem neuen Battlebus-Design rechnen. Wer weiß, Freunde. Heute wurde auch automatisch die nächste Stufe des Sandsturms in-game aktiviert. Dadurch ist er sehr näher gekommen um 16 Uhr und deutlich größer geworden. Dabei ist das Schiff auch langsam besser zu sehen. Außerdem kann man durch diese Stufe jetzt endlich an der südlichen Küste, je näher man an diesen Sandsturm kommt, erstmal so richtige sandige Winde mitbekommen. Also ist es richtig windig dort unten geworden. Und um 18 Uhr war es dann soweit für den nächsten Season 3 Teaser mit der Beschreibung: Betreten auf eigene Gefahr. Hier sehen wir tatsächlich nichts Besonderes außer einen neuen Battle Pass Skin, eine Frau mit Punkhaaren. Wir sehen die halt nur vom Seitenprofil, nicht viel zu erkennen außer diese Spikes an der Schulter, und dann einen neuen Ort. Der sollte sich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich bei Fencing Fields befinden, anhand von dem Olympus-Biom, den man im Hintergrund leicht erkennen kann. Also von der Position her sollte es halt Fencing Fields in der nächsten Season ersetzen. Und dieser Ort nennt sich anscheinend Nitro Dome. Also Nitro Dome bedeutet sowas wie Nitro-Kuppel. Nitro sollte also anscheinend eine neue Ressource sein, die sehr, sehr, sehr wichtig sein soll. Und die Beschreibung im Newsfeed ist zum Beispiel: Beherrscht das Chaos, sorgt für Zerstörung. Einige Stunden später hat auch Fortnite Creative auf Twitter bzw. Fortnite Creators gepostet, dass die Downtime für die nächste Season offiziell am 24. Mai um 8 Uhr morgens beginnen wird. Also an diesem Freitag um 8 Uhr morgens. Bedenkt aber auch, dass die Patchgrößen für den Saisonstart größer als üblich sein werden. Und wie üblich könnt ihr euch über die neuesten Entwicklungen in Fortnite informieren auf status.epicgames.com. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also wurde sehr, sehr, sehr früh
angekündigt diesmal. Die Versionsnummer für die nächste Season, also Version 30.00, wird auf jeden Fall auch der nächste große Schritt in der Versionsnummer sein. Wurde heute auf die Staging-Server gebracht, da wir natürlich am Freitag auch das Update dazu bekommen. In der nächsten Season werden wir aber auch folgende Rennstrecken bekommen, die für Rocket Racing jetzt zur Veröffentlichung bereit sind, die eben mit der nächsten Season am Freitag erwartet wird. Einmal Borealis, Korallenbucht, Goldrausch und Piratenabenteuer, was perfekt auch mit Fluch der Karibik passt. Und zu guter Letzt, Freunde, haben wir nochmal ein Disney X Fortnite Update, wo wir folgende Info haben. Dies wird den Benutzern nicht nur die Möglichkeit geben, mit Disney-Inhalten zu spielen und zu interagieren, sondern bietet auch die Möglichkeit, ihre eigenen, völlig einzigartigen Spielerlebnisse mit Disney-Themen zu schaffen. Und zur Erinnerung, diese Collab sollte erst in einigen Jahren beginnen, da sie noch im Anfangsstudium gerade ist, aber sollte sehr, sehr, sehr revolutionär werden. Doch erstmal ist sehr viel Geduld nötig. Danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video mit hoffentlich dem nächsten Teaser für Season 3. Über ein Like würde ich mich freuen. Abonniert gerne den Kanal, um nichts weiteres mehr bezüglich Fortnite zu verpassen. Und ciao.